Wir haben so lange nichts mehr zusammen gemacht. Was hältst du davon? Ich komme zu dir nach Stockholm für einige Tage und dann unternehmen wir ganz viel. Nur wir zwei. Ja. Nein, es wäre schön. Mhm. Vielleicht im Juli. Mhm. Wenn ihr euch mal voneinander trennen könnt. Warum tanzt du denn nicht mit ihm hier? Wer? Ihr zwei. Hey, Helena. Warum tanzt du nicht mit ihm, hä? Warum tanzt ihr nicht? Ihr habt doch sonst immer getanzt. Du sollst jetzt tanzen. Mit ihr. Vielleicht, weil ich esse, vielleicht, weil ich keine Lust habe. Wie viele Gründe willst du hören? Los, Helena, tanz. Tanz jetzt mit ihm. Was? Was ist los? Also, ich muss früh raus, ich habe ein Flugzeug gemietet. Ja, ich habe morgen auch. Okay. Emma? Nein. Wir müssen ja alle früh raus. Nein, 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 nein. Ihr geht nicht. Das ist meine Geburtstagsparty. Ihr bleibt hier. Lass mich nicht kaputt machen. Kommt jetzt. Hey, hey, Helena, Helena. Trenn dich von ihm, dann wird's wieder gemütlich. Wenn du einer Frau wie ihr nicht gewachsen bist, dann lass deine Finger von ihr. Rühr du sie nicht an mit deinen schmutzigen, perversen Fingern. Also dann. Ja. Tschüss. Macht's gut. Tschüss, Per. Emma. Tschüss. Wieso kannst du denn nicht sagen, wie es ist? Hallo. Wieso lügst du mich an, Helena? Was? Hä? Wieso lügst du mich an? Sag schon. Du willst es wissen? Was habt ihr beide? Ich hab nichts mit ihm, aber hätte ich gern. Also einen richtigen Mann im Bett und nicht so eine Flasche. Verstehst du? Was ist? Willst du mich schlagen? Los, komm. Schlag mich. Ja, was? Ja, komm. Ja, komm. Na los, zeig mir, dass du ein richtiger Mann bist. Schlag mich. Willst du das? Was? Schlag mich. Nein. Na, drück zu. Okay. Drück zu. Gut, kannst du haben. Du bist ja pervers. Feigling. Du willst, dass ich dich schlage. Kannst du haben. Geh doch zu ihm. Kaspar! Hey! Kaspar! Kaspar? Kaspar?
Danke. Hat geholfen. Gut. Es ist geworden. Junge. Es war schwer, Hinterhauptlage, aber alles ging gut. Hab geflappt für ihn. Wollen wir nicht auch noch ein Baby machen? Ich komm mitlaufen. Muss ich? Papa, du lässt nach. Aufwachen, Niklas. Ida und ich gehen joggen. Willst du mit? Ist Mama wieder da? Ja, aber nicht wieder einschlafen. Ida! Papa, ich bin kein Baby mehr. Robert Anders? Ach, hallo, Karin. Scheiß Beruf. Europäische Nachrichtenagentur, Büro Hamburg-Johannberg. Bestialischer Mord auf Gotland in Schweden. Interessiert? Mit wem spreche ich? Ich kann auch eine andere Agentur anrufen. Nee, warten Sie, was wissen Sie denn über den Mord? Die Leiche ist weiblich. Anfang bis Mitte 30. Sie war in den Händen gefesselt, tot infolge eines Schlags auf den Schädel. Vermutlich mit einer Axt. Die Tote ist vom Unterleib abwärts nackt. In ihrem Mund steckt ein Höschen. Ach du Scheiße. Sowas hatten wir hier noch nicht. Sieht aus, als war da jemand mit einer Axt unterwegs. Ihr solltet lieber eine Nachrichtensperre verhängen. Haben wir schon. Kannst du sagen, wie lange sie hier schon liegt? 1-2 Stunden vielleicht. Wenn er mich in Ruhe arbeiten lässt, weiß ich gleich mehr. Ich habe sie gekannt, als sie ein kleines Kind war. War sie dann öfters hier? Oh ja, sie kommen jeden Sommer. Dann sagen wir, dieses Sommerhaus? Wo genau ist das jetzt? Ja. Sie heißt Helena Hillerström, stammt von hier aus Visby, wohnt aber jetzt in Stockholm. Sie kommt öfters hier, immer mal wieder im Jahr, auch mal nur für 2-3 Tage. Helena war schon als Kind hier, sagt der Nachbar. Das Haus hat sie von den Eltern geerbt. Ist was passiert? Kommissar Anders, meine Kollegin Karin Jakobsen. Warum glauben Sie, dass etwas passiert sein könnte? Naja, hier von der Polizei und Helena ist weg. Ist doch nichts mit ihr. Helena ist tot. Was? Sie wurde umgebracht. Es tut uns leid. Sie hatten gestern eine Party hier? Was? Helenas 35. Geburtstag war das. Wer war alles auf der Party? Dann müssen wir sie mitnehmen zum Ausnichtern. Die Axt fehlt. Ihr habt den Falschen! Es ist Christian! Christian Nordström! Christian Nordström,
38, ledig, Informatiker, hat eine eigene Consulting-Firma, lebt und arbeitet auf Gotland. Karen Jakobson, Kriminalpolizei. Sagen Sie, wissen Sie, der Mann, der hier wohnt, wissen Sie, wann er heute Morgen losgefahren ist? So um 20 nach 5 mit seinem Porsche vor zum Flughafen. Der ist 7.10 Uhr gestartet mit einer Cessna. Und für wie lange hat er die Maschine angemietet? Was machen denn die Fernsehfuzis hier? Wir haben doch Pressesperre verhängt. Vielleicht kommen die zur Saisoneröffnung. 12 Stunden. Um 18 Uhr muss er wieder zurück sein. Das heißt, er hat die Maschine ab 6 Uhr gemietet, ist aber erst um 7.10 Uhr gestartet. 7.10 Uhr, ja. Aber hier auf dem Gelände ist er registriert um 6.50 Uhr. Und wo wollte er heute hin? Kopenhagen. Was waren denn sonst seine Reiseziele? Tallinn, Riga. Was macht er so oft in den baltischen Ländern? Na, wollen Sie einen Ausdruck? Bitte. Danke. Dankeschön. 5.20 Uhr verlässt Christian sein Zuhause. Die Fahrt zum Flughafen dauert etwa 15 Minuten. Er kommt aber erst um 6.50 Uhr dran. 75 Minuten. Wir schreiben ihn zur Fahndung aus. Was sagst du, Niklas? Hallo? Wir bekommen von Niklas Papa Besuch. Hey. Frau Vinave, kann ich Sie kurz sprechen? Ja. Sie wird jetzt kurz die Stunde übernehmen. Niklas Papa möchte mit mir sprechen. Ich bin gleich wieder da. Hi, ich bin Karen. Sag mal, könnt ihr mir vielleicht ein Lied vorsingen? Nein. Macht sowas. Erzählen Sie mir von der Party. Denken Sie, es war einer von uns? Christian? Der? Ja. Nein, sicher nicht. Wie kommen Sie auf die beiden Namen? Die haben Sie doch genannt. Mhm. Aber im Geräteschuppen von Elenas Haus fehlt die Axt. Aber doch nicht Per. Nein, der hat Helena geliebt, der hat sie sowas von angebetet, das war ja schon... Und er hat ziemlich gebechert auf der Party. Stimmt's? Ach ja, er war eifersüchtig. Auf Christian. Zu Recht. Christian und Helena kannten sich aus dem Fliegerclub. Befreundet waren sie, aber ein Verhältnis. Peer suchte nur einen Grund, warum es nicht mehr so lief zwischen ihm und Helena. Aber der kann doch nicht töten. Und Christian Nuström? Der auch nicht. Emma? Wo waren Sie heute Nacht? Ich weiß, die Situation ist schrecklich, aber ich muss das fragen. Ich lag im Bett neben Ole, meinem Mann. Von 11 bis heute Morgen, die ganze Zeit. Und Ihr Mann kann das bestätigen? Ja. Ich kann nicht mehr, entschuldigen Sie mich. Ich brauche jetzt eine Vertretung. Ja, Jan! Jan! Ja? Entschuldige, meiner Freundin ist ein schrecklicher Unfall passiert. Kannst du dich vertreten? Die Klasse hat jetzt gleich Schwimmen. Gut, ich mach das. Okay. Danke, danke. Thank you.
Hast du gehört? Helena ist tot. Wo warst du heute Nacht? Na, wann bist du endlich so weit? Wenn die Stunde vorbei ist? Mach schon! Niklas! Komm rein, Niklas! Komm rein! Komm jetzt! Hey, Niklas, du Frosch, komm rein! Los jetzt, Jungs! Hört auf damit! Immer dasselbe Auto hinter uns. Ich glaube, das ist dieser Fernsehtyp. Ist das nicht mein Sohn? Komm mal rein. Wir machen uns mal bekannt, da Sie sich ja offenbar meine Fersen heften. Ich weiß, Robert Anders, Hauptkommissar. Kann ich Ihre Papiere auch sehen? Sie sind Deutscher. Und? Schon lange hier? Sie auch? Na ja. Sie arbeiten für die INA. Unter anderem. Weswegen sind Sie hier? Wegen des Mordes? Sie haben doch schon jemand festgenommen. Davon fragen wir. Aber sehr schnell. Zufall oder Information? Hören Sie, ich sage Ihnen, wen wir in Haft haben, wenn Sie mir sagen... Ja, ich bin informiert worden. Wir haben den Partner der Toten in U-Haft. Wer hat Sie informiert? Wann? Wie? Kommissar. Hören Sie, ich werde gleich diese Straße da langfahren. Sie kennen die Strafpunkte für das Befahren einer Einbahnstraße in Gegenrichtung. Ja, die Schweden sind da noch pingeliger als wir Deutschen. Notier die Wagennummer. Hab ich schon. Verdammt, wir haben eine undichte Stelle. Wurde die hier hingeworfen oder kann die auch angeschwemmt worden sein? Die hat einer hingeworfen. Wo sind die Kinder? Da hinten beim Baum. Thomas, er pfeift die Fernsehfuzis zurück. Janni? Das sind Martin und Matthias. Hey, ihr habt also die Axt gefunden. Zeug, stopp. Mach die Kamera aus. Hit das Band, komm. Johnny, fährt euch jetzt nach Hause. Sind eure... Alles klar? Also. Los, Kamera aus. Jetzt dreht euch nochmal um. Sehr schön. Hast du die Kinder gefragt, ob sie die Axt angefasst haben? Sie sagen nicht. Guck mal, ob du die Tatwaffe rangesogen, Chris. Ihr geht mir auf den Wecker. Herr Anders. Kommissar Anders. Na gut. Herr Kommissar Anders, halten Sie die Tat für ein Sexualdelikt? Nein, ich wüsste auch nicht, wie man drauf kommen kann. Weil die Tote ein Höschen im Mund hatte. Und wie interpretieren Sie den getöteten Hund? Wo haben Sie das? Sie bestätigen das also. Wer ist Ihre Quelle? Raus damit. Entschuldigung, ich bin nicht verpflichtet, Ihnen meine Quellen preiszugeben. Wenn Sie irgendwas von diesem Detailwissen in Ihrem Bericht bringen, dann kriege ich Sie ran. Wegen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung? Wegen Behinderung der Polizeiarbeit. Herr Kommissar, Schweden ist eine Demokratie. Hier gibt es ein Pressegesetz.
Ich kenne die Gesetze dieses Landes. Aber nur zu, ich freue mich über jede Story, die mich in die Hauptnachrichten bringt. Sie freuen sich über einen Mord? Ich hoffe für Sie, dass Sie das nur so kopflos dahergesagt haben. Das sollten Sie auch mal bringen. Großartig. Meine Mutter wird ihn applaudieren, wenn ich das bringe. Sie haben sie mal ganz allein auf ihrer Seite. Zeitpunkt des Todes. Zwischen 6:30 und 7:30 durch Spaltung des Schädels mit einer Axt. Sie hatte Geschlechtsverkehr, ohne Gewaltanwendung, ein paar Stunden vor dem Tod. Bevor der Täter ihr das nasse Höschen in den Mund gesteckt hat, war der mit einem Streifen verklebt worden. Sie hat eine hohe Konzentration von Stresshormonen im Urin. Der Mann, und es ist ganz sicher ein Mann, denn eine Frau schafft solche Axthiebe nicht, hatte Freude daran, sie zittern zu lassen. Robert, hier ist dein Vater. Ich würde gerne kommen und schauen, wie er so lebt. Was die Kinder so machen, ja. Falls euch das nicht recht ist, ruft doch bitte zurück. Hans. Ah, hier für alle Fälle nochmal meine Telefonnummer. Es ist die alte. Hamburg. Na, ist die Schule schon aus? Hat uns wohl gehen lassen. 7. Aber das weißt du ja vielleicht noch. Die Fingerabdrücke stimmen mit ihren überein. Ich weiß nicht. Wirklich. Jetzt leugnen Sie doch nicht. Ihre Fingerabdrücke waren auf der Mordwaffe, die nur wenige hundert Meter von Ihrem Haus entfernt aufgefunden wurde. Das ist auch nur wenige hundert Meter von Helenas Leiche entfernt. Woher wissen Sie, wo die Leiche lag? Ich konnte es doch sehen, als die Polizisten mich abgeführt haben. Jesus. Wo waren Sie zwischen 11:00 und 7:00 morgens? Ich weiß es nicht. Vielleicht im Bett, am Strand, keine Ahnung. Ich war voll. Hat Sie jemand gesehen? Nur Helena. Wer sonst? Wie kommen Ihre Fingerabdrücke auf die Axt? Vielleicht, weil ich die Axt mal benutzt habe, auch wenn es Helenas Axt war. Was weiß ich. Wir haben aber keine Fingerabdrücke von Helena gefunden, nur Ihre. Er blufft. Es gab Abdrücke von ihm, Helena und anderen. Ein paar waren verwischt. Vielleicht hat sie der Mörder ja abgewischt. Woher wissen Sie denn, dass die Axt abgewischt wurde? Ich habe keine Ahnung. Ist nur eine Vermutung. Wie soll ich das denn wissen? Wann haben Sie zum letzten Mal Geschlechtsverkehr mit Helena Hillerström gehabt? Ich weiß es nicht. Gestern Abend? Gleich ersehen. Würden Sie bitte ins Mikrofon sprechen, laut und deutlich? Nein! Heute Morgen? Haben Sie heute Morgen mit ihr geschlafen, bevor Sie sie umgebracht haben? Ich weiß es nicht. Sie wissen nicht, ob Sie sie umgebracht haben? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hatte einen Filmriss. Per, in vielen Stunden. Welche Stunden? Welche Stunden, Per? Ich weiß es nicht. Ich sag nichts mehr ohne Anwalt. Kein einziges Wort mehr. Hallo? Mach es mal aus. Aber ich sagte doch schon am Telefon, dass ich kein Interview will. Ich will gar kein Interview im klassischen Sinne. Ich habe nur ein paar Fragen. So, Helena. Wir bringen nichts, was Sie nicht wollen, ja? Können Sie sich darauf verlassen. Kommt Emma Vinavismann Ole als Verdächtiger in Frage? Ich habe eben mit ihm telefoniert. Die geben sich gegenseitig Alibis für die Nacht. Wie viel das wert ist? Schauen wir mal. Per Högberg. Alter 38, Wohnort Stockholm, Hauptberuf Anlageberater, stinkreich. Seit 2 Jahren mit Helena Hillerström zusammen. Und so sieht's aus, wenn er zulangt. Hast du eine Idee, was er an ihm fand? Vielleicht bummst er ja gut. Ich will diesen Tonfall nicht, Thomas. Kapier das endlich. Traut ihr ihm die Tat zu? Sag mal, Thomas, du hast vorhin gemeint, er wäre bis jetzt nur aggressiv gegen Fremde. Die Ausbrüche kommen häufiger und werden heftiger. Wenn du mich fragst, hat er einen Filmriss und das explodiert. Oder hat er den Filmriss nur vorgespielt?
Eva, hatte er genügend Alkohol im Blut für einen Blackout? Zum Zeitpunkt der Tat waren es 2,2 Promille. Also möglich, dass er einen Blackout hatte. Ich würde sagen 50-50. Nächster. Christian Nordström. Bei ihm verschweigt uns immer etwas. Außerdem fehlen bei ihm 70 Minuten, genau in dem Zeitraum, in dem Helena ermordet wurde. Und er hätte wissen können, wo die Axt ist. Und er ist immer noch nicht zurück. Wenn er die Zellner bis 18 Uhr nicht zurückgebracht hat, schreiben wir ihn zur Großfahndung aus. Und wir durchsuchen sein Haus. Waren. Sie hatte sich in letzter Zeit ziemlich verändert. Und Per war krankhaft eifersüchtig. Auf wen war Per eifersüchtig? Auf Christian. Aber der war es ganz bestimmt nicht. Helena war mal liiert mit ihm während des Studiums. Sie war im Bett sehr aktiv. Naja, sie war ein sehr sexueller Mensch. Sie hat da ganz gern experimentiert. Und einmal ist Christian aber zu weit gegangen. Er hat sich nicht an die Absprache gehalten. Aber das dürfen Sie auf keinen Fall verwenden. Heißt das, er stand auf Gewalt? Ja, Sadomaso und sowas. Chef? Scheiß. Christian Nordström? Verdammt nochmal, was machen Sie hier? Sie sind Verdächtiger in einem Mordfall. Mord? Helena Hilleström wurde heute Morgen tot aufgefunden. Helena wurde ermordet? Aber nicht von mir. Sagen Sie mal, dürfen die das überhaupt, hä? Sicher. Aha. Vielleicht sieht das mein Anwalt ganz anders. Ihr Anwalt kann sich gerne bei mir melden und Akteneinsicht fordern. Und jetzt will ich wissen, wo Sie heute Morgen waren. Zwischen 5 Uhr und 6.50 Uhr. Im Auto und auf dem Klo einer Raststätte. Mir ist auf dem Weg zum Flughafen schlecht geworden. Und die Cessna hat ja kein Klo. Welche Raststätte war das? Visby. Haben Sie Zeugen? Ja, da arbeitet eine Frau, die spricht mit polnischem Akzent. Wo waren Sie zwischen 7.10 Uhr und jetzt? In Kopenhagen. Und es reicht, Sie dürfen jetzt gehen. Ich will nämlich allein sein. Ihr habt nichts gegen mich in der Hand, außer so ein paar Pornoheftchen. Machen Sie den Fernseher aus, wir sind noch nicht fertig. Wir sind hier nicht bei der SS. Merken Sie sich das? Ich kann Sie auch vorladen, wenn Sie hier nicht reden wollen. Tun Sie das nur zu. Nur nicht vor 10 Uhr. Ich schlafe nämlich gern länger. Und jetzt verziehen Sie sich. Ich will endlich allein sein. Haben Sie das verstanden? Sie werden um 8 Uhr in meinem Büro sein. Und wir postieren einen Polizisten vor Ihrem Haus, bis wir Alibi überprüft haben. Wiedersehen. Na, du hast die Lust.
Feigling! Hör auf, du! Komm doch! Bist du blöd? Polizei geht von einem Beziehungsdrama aus. Die Interpretation, die sich die Leiterin des Tourismusbüros wohl nur allzu gern zu eigen macht. Was glauben Sie, ist der Hintergrund dieser furchtbaren Tat? Es ist ein bedauerliches Beziehungsdrama, das überall passieren kann. Diesmal hat es leider unsere schöne Ehe getroffen. Aber unsere Kripo hier in Visby steht schon kurz vor der Aufklärung des Mordfalles. Ein Hauptverdächtiger sitzt im Büro. War Papa deswegen in der Schule? Sie waren gefesselt. Ihr Mund steckte ein nasses Höschen. Unterhalb der Taille war sie komplett nackt. Alles Hinweise darauf. Papa fängt den Mörder. Er hat bereits einen Verdächtigen. Auf besonders perverse Art. Der sitzt schon in U-Haft. Hab mal keine Angst. Sehen wir gerade. Hab ich auch nicht. Emma fehlt morgen auch wieder. Glaubst du, sie ist zum Schulabschluss wieder da? Ja, sicher, ganz bestimmt. Ich mag nicht, wenn Emma nicht da ist. Rektor Hockmann hat uns früh gehen lassen. Ja, das ist nicht in Ordnung. Das werde ich dem Rektor auch sagen. Das tust du nicht! Dann sage ich dir nie wieder was! Okay. Ich verspreche es dir. Aber manchmal muss man was sagen. Weißt du, Niklas? Vor allem, wenn es um was Schlimmeres geht, da muss man manchmal auch petzen. Gibt's was Schlimmeres? Hm? Niklas. Niklas. Gibt's was Schlimmeres? Wittberg? Okay. Ich gehe dann jetzt auf, ja? Die Kurve hat ihr Alibi bestätigt. Wir warten Sie am Morgen früh wach. Auf der Wache. Arschloch. Frieda.
Ich hab dir gesagt, lass mich in Ruhe. Das ist ja gerade das Anziehen da. Soll ich auf die Polizei? Schön, dann können die ja auch mitspielen. Ich mein's ernst, bist du ein Arschloch. Du bist so sexy, wenn du wütend bist. Hör doch zu mir, ha? Geh weg mit ihnen, Jenny! Jenny! Ist okay. Wo warst du? Ich konnte nicht einschlafen. Schlaf weiter. Sieh dir das Video an. Das wird dich interessieren. Unsere Kripo hier in Wissenbüll steht schon kurz vor der Aufklärung des Mordfalles. Ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. Wie wird es sich nun auswirken auf den Tourismus, von dem die sich hier in gewisser Weise... Dein Vater hat angerufen, er möchte uns gern besuchen. Was? Du sollst ihn zurückrufen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wieso nicht? Deine Kinder haben ihren Großvater nie gesehen. Das passt nicht. Ich habe ja einen Mord aufzuklären. Ich will einfach nicht, dass er kommt. Aber ich möchte schon gern, dass er kommt. Robert, Liebling, es war nicht deine Schuld. Es wäre schön, wenn ihr endlich diese Probleme löst und es einen neuen Anfang gäbe. Sophie ist kein Problem. Sie ist meine kleine Schwester. Sie ist seit 40 Jahren tot. Ertrunken. Das Problem ist mein Vater. Er hat mir die Schuld gegeben, mein ganzes Leben lang. Robert, das ist ewig her. Du solltest das überwinden, damit die Kinder deinen Vater kennenlernen. Sie haben ihren Großvater noch nie gesehen. Ich will ihn nicht in meinem Haus haben. Okay. Wenn du nicht willst, dass er kommt, dann ruf ihn an und sag's ihm. Ich tu's nicht. Gute Nacht. Thank you.
Gleiche, Sashi. Das von Emmas Freundin. Der Toten. Tote können ihre Blase nicht mehr kontrollieren, weißt du? Und warum hatte sie das Höschen im Mund? Weiß nicht. Niklas, würdest du mir gerne was sagen? Gibt es irgendwas, wovor du Angst hast und ganz schnell davonlaufen möchtest? Nein. Dann ist gut. Dasselbe Muster, Fundort St. Trotten. Moment, wer sind Sie? Woher haben Sie die Informationen? Wollen Sie, dass ich eine andere Agentur anrufe? Ich will, dass Sie aus der Deckung kommen. Woher haben Sie die Informationen? Vielleicht, weil Sie selber... Super, Junge. Was hast du gesagt? Ich glaube, das Gesicht kenne ich. Ich auch. Nur wo? Ist das krank? Hier. Der Matt hat dir vermutlich den Mund zugeklebt. Gut. Wenn wir etwas Glück haben, klebt auch noch die DNA vom Täter dran. Ein zweiter Mord in Visby. Frieda Lynn, die Leiterin des örtlichen Tourismusbüros, ist tot. Sie wurde brutal ermordet, nach dem gleichen Muster wie Helena Hillerström. Sie sagen mir jetzt, von wem Sie das wissen. Wer ist Ihr Informant? Herr Kommissar, ich verstehe, dass Sie unter Druck stehen, aber Sie können mir hier nicht... Scheißdreck, verstehen Sie. Sie verstehen ja noch nicht mal, dass Sie vielleicht mit dem Mörder in Kontakt sind. Ich glaube, Sie wollen einfach nicht wahrhaben, dass Sie in Ihrem Revier eine undichte Stelle haben. Was Ihr Fernsehleute nicht kapiert... Es gibt jede Menge Verrückte, die in der Welt rumlaufen und die sich von so einem Mord gerne inspirieren lassen. Und deswegen sind wir so zurückhaltend mit der Herausgabe unserer Informationen, um die Menschen da draußen zu schützen. Na bravo. Ich erwarte einen Anruf mit dem Namen der Quelle. Na, die sind so ungefähr... Hallo. Gegen 11 gegangen. Als sie ihr Fahrrad aufschließen wollte. Es stand da. Und dann kam dieser Typ hinterher und hat sie bedroht. Hey. Was für ein Typ? Na, wie heißt denn der noch? Groß, schlank, dunkle Haare... Der immer beim Schaufliegen mitmacht. Christian Nordström. Genau. Ja, stimmt. Der saß bei mir in der Theke und hat sie beobachtet. Die hat echt Angst vor dem gehabt. Ich verhafte sie. Ja, nicht ganz dicht. Sie stehen in dringendem Verdacht, in der letzten Nacht Frieda Lind getötet zu haben. Frieda? Nein. Nein. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Okay, seht zu, dass ihr meinen Anwalt herschafft. Und zwar schnell, ihr Arschlöcher! Schnauze. Zwei tote Frauen. Helena und Frieda. Beide auf dieselbe Weise umgebracht. Aber deswegen auch vom selben Mörder? Bis jetzt zwei Verdächtige. Per, Christian. Also Christian hatte ein Alibi für die Tatzeit Helena. Und Per war hier für die Tatzeit Frieda.
Die Spermien in Helena stammen übrigens weder von Per noch von Christian, sondern von einem unbekannten Dritten. Sam, aber es geht doch darum, was die zwei hier gemeinsam haben. Was wissen wir über Helena? Christian war gut mit Helena befreundet und ihr Lebensgefährter Per vermutete da ein Verhältnis. Obwohl, also ich ganz persönlich sagen muss, dass ich absolut nicht glaube, dass Per sein kann. Wieso? Durch die Eifersucht ist es vielleicht einfach aus ihm rausgekommen. Vielleicht ist es einfach vollkommen explodiert und dann peng. Und das andere ist ein Nachahmungstäter. Ich meine, ausschließen sollten wir es auf gar keinen Fall. Und ich bin ganz sicher, dass es ein Doppelmörder war. Sowas sieht man nicht im Fernsehen und macht das mal eben in allen Details nach. Das geht nicht. Das könnte aber auch ein unbekannter Dritter sein. Ja, vielleicht derselbe Mann, mit dem Helena geschlafen hat. Hm. Und dann immer noch frei herumläuft. Was wissen wir über Frieda? Kannte sie Helena? Nicht, dass ich wüsste. Frieda Lind, Alter 34, seit 6 Monaten hier in Visby. Die Kollegen vom Tourismusbüro sagt, ihr Vater ist Pfarrer hier auf der Insel. Der Arzt ist gerade bei meiner Frau. Verzeihen Sie bitte. Es ist schwer. Gerade wo sie endlich zu uns auf die Insel gezogen ist. Wo war sie denn vorher? Sie ist viele Jahre im Ausland gewesen. Als Au-pair oder machte irgendwas. Soweit ich weiß, war sie auch recht häufig liiert. Wir hatten nicht viel Kontakt. Eigentlich ist sie sehr früh, schon mit 11, aus unserer Familie verschwunden. Und deshalb sind wir auch so glücklich gewesen, dass sie jetzt offenbar ihren Frieden machen wollte. Was meinen Sie mit aus der Familie verschwunden, mit 11? Sie wollte mit aller Macht aufs Internat. Oh, das würde mir auch schwerfallen als Vater. Ja, aber andererseits... Manchmal könnte man sie auf den Mond schießen. Sie war wirklich ein Kind, das einen manchmal zur Weißglut getrieben hat. Wir haben erst sehr lange danach verstanden, was eigentlich mit ihr los war. Ach, hochbegabt. Heute hat man für alles ein Wort. Aber damals... war sie einfach nur schwierig. Und als wir dann hierher zogen... war das der berühmte Tropfen. Schon als kleines Mädchen hat sie aus irgendeinem Grund gedacht, sie wäre adoptiert. Und direkt nach ihrem Abitur erhielten wir das hier. Sie hatte den Namen ihrer Großmutter angenommen. Sie wollte absolut nichts mehr mit uns zu tun haben. Das Gesicht kommt mir bekannt vor, aber das geht einem hier ständig so. Ich glaube ja, dass es sich um einen Nachahmungstäter handelt. Könnte natürlich auch ein Serienmörder sein. Passen Sie auf sich auf. Das ist Ole, mein Mann. Und das ist Johann Berg. Ich will nicht, dass du noch weitere Interviews gibst. Er wollte uns nur warnen wegen des zweiten Mordes. Die Polizei hat DNA vom Mörder und... Sie wollen eine Reihenuntersuchung durchführen bei allen Männern zwischen 25 und 65. Wenn dir noch was einfällt zu Helena oder Frieda, dann ruf mich an. Oder auch nur so. Bis dann. Ja, kennengelernt habe ich sie im Mensa-Club. Das ist die Vereinigung für Hochintelligente. Wir nehmen da nicht jeden auf. Das schützt uns vor Idioten. Sie hatten ein Verhältnis mit ihr, das sie gelöst hat. Ja, gut. Man probiert's und dann lässt man's bleiben.
Aber Sie wollten es nicht bleiben lassen, Sie haben sie verfolgt. Ach ja? Wir haben Zeugen. Sie hat um Hilfe gerufen, weil Sie sie nicht in Ruhe gelassen haben. Es war auch keine einvernehmliche Trennung. Sie haben sie verfolgt. Wenn Sie immer alles besser wissen, wieso fragen Sie mich überhaupt? Außerdem haben wir Zeugenaussagen aus Riga, aus einem Sadomaso-Club. Aha, okay. Passen Sie schön auf, jetzt kommt die große Spießernummer. Ein bisschen Spielzeug hat da einer zu Hause und schwupp ist man der Mörder. Und was hat die kleine Nutte Ihnen alles erzählt? Dass Sie über die Grenze gegangen sind und sich nicht ans Codewort gehalten haben. Nicht antworten. So, das hat also die kleine Nutte erzählt, aber sie hat Ihnen nicht erzählt, dass sie selbst die Spielregeln geändert hat, oder? Was waren das für Spielregeln? Sie hat einseitig die Preise erhöht, aufs Doppelte. Und da soll ich mich dann an Ihre Regeln halten? Haben Sie das Codewort gebrochen? Nicht antworten. Halten Sie die Schnauze, ich kläre das hier allein. Ja, habe ich. Aber wenn Sie daraus schließen, dass ich ausgerastet bin beim Spielen mit Frieda, dann sind Sie... Was für ein Spiel? Nicht antworten. Sagen Sie es mir. Was denken Sie, habe ich mit Frieda alles gemacht? Wo waren Sie gestern Nacht? Nachdem Sie Frieda bedroht haben? Im Bett. Und davor, wo waren Sie da? Oh, wo ist man da wohl? Ich würde sagen, auf dem Weg ins Bett. Hat sie jemand gesehen? Auf dem Weg ins Bett? Scheiße, woher soll ich das wissen? Ich habe mich ja nicht ständig umgedreht. Ich wusste auch gar nicht, dass man dafür Zeugen benötigt. Sie haben Frieda verfolgt, sie sind ihr nachgefahren und dann haben sie ihr aufgelauert. Hol Robert raus, ich habe das DNA-Resultat vom Klebeband. Chef? Die Hautpartikel auf dem Klebeband stammen nicht von Christian. Sondern? Mr. X. Hat dieser Mr. X vor der Party mit Helena geschlafen? Nein, das war ein anderer. Verdammt. Ich muss dir was sagen. Was? Emma! Emma, warte doch! Emma! Ist jetzt zur Polizei, er will sich stellen. Er hat ein Verhältnis mit meiner besten Freundin und sagt es mir nicht. Und ich lüge sogar noch für ihn und gebe ihm ein Alibi. Hast du denn nichts gemerkt? Doch. Er war so verändert. Ich kam gar nicht mehr an ihn ran, da war wie eine Wand zwischen uns. Johann? Ja? Gestern Nacht, als die Tourismuschefin ermordet wurde, da ist er auch nicht da gewesen. Ich halte es für total unmöglich, aber... Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Du musst zur Polizei gehen und die Wahrheit sagen. Das kann ich nicht. Ich komm mit. Emma, ich komm mit.
hättest es mir nie gesagt. Nur weil du Angst hattest vor diesem DNA-Test. Wenn Sie vielleicht ein paar Sachen für ihn vorbeibringen können. Wir müssen ihn hier behalten. Wo war Ihr Mann in der Nacht, als Helena ermordet wurde? Nein, mach weiter. Emmas Mann hat ein Verhältnis mit Helena. Er hat mit ihr eine Stunde vor Beginn der Party geschlafen in einem Hotel. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was das Fernsehen wissen sollte. Er wird es nicht senden. Bleib. Er war wahrscheinlich in seinem Arbeitszimmer. Wir haben getrennt geschlafen in dieser Nacht. Nur in dieser Nacht? Als ich Sie fragte, haben Sie mir gesagt, er hätte neben Ihnen gelegen, die ganze Nacht. Ja, ich weiß. Entschuldigen Sie. Er war in letzter Zeit sehr verändert. Ich habe das nicht ausgehalten und deshalb lieber allein geschlafen. Und gestern Abend? Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens? Ab 11:30 hat er bei mir gelegen. Und vorher? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Frieda Lind getötet hat. Wieso sollte er denn? Er kannte sie doch gar nicht. Und wieso Helena denn sie? Hatte ja nicht mal mit ihm Schluss gemacht. Der hat ganz andere unglücklich gemacht. Christian? Ja, Christian war in sie verknallt, aber das ist Jahre her. Ein echtes Opfer von ihr war Jörn Hogmann. Der Rektor unserer Schule? Ihr Chef? Ja. Deswegen habe ich auch nichts gesagt. Inwiefern war Jörn Hogmann Helenas Opfer? Sie verführte ihn systematisch. Und im Zeltlager, bevor wir dann in die Oberstufe gewechselt sind, da hat sie sich ihn geschnappt. Sie war total stolz darauf, dass sie einen Lehrer verführt hatte. Wie viel davon haben Sie direkt mitbekommen? Ich sah, wie sie in sein Zelt gekrochen ist. Und vom Schwangerschaftstest wusste ich auch. Von der Abtreibung müsste es noch Unterlagen geben. Die war hier in Visby. 87. Wusste Jan Hagmann, dass Sie es wissen? Ja. Aber für uns existiert die Vergangenheit nicht. Herr Berg? Sie haben immer versprochen, von der neuen Wendung nichts weiterzugeben. Und jetzt verraten Sie mir bitte Ihre Quelle. Ich bin Journalist und nicht der Pressesprecher der Polizei. Hören Sie, da draußen läuft ein Serienmörder frei rum. Der benutzt Sie vielleicht. Ich weiß auch selbst kaum was. Aber wenn er wieder anruft, dann sage ich Ihnen Bescheid. Gucken Sie sich mal meine Sendung an um 19 Uhr. Also, erst über die Straße und in die Richtung ab. Und sie ist mit dem Fahrrad dann in die Richtung. Haben Sie noch etwas bemerkt? Ja, da war noch ein Wagen. Was für ein Wagen? Irgendwas Helles. Also, ich erinnere eigentlich nur das Motorengeräusch, weil da war so ein Scheppern. Als ob mit dem Auspuff irgendwas nicht stimmt. Fehler. Die Polizei tappt weiter in dem Dunkeln. Und fragt... Warum wissen wir eigentlich nichts von diesem scheppernden Auto? Ich habe sie auch gefragt, ob ihr etwas besonders aufgefallen ist. Und mir hat sie halt nichts gesagt. Ihr ruft morgen nochmal alle Zeugen an und befragt sie nach diesem scheppernden Auto. Und jetzt zurück zu Ole Vinare. Für die Tatzeit Helena hat er kein Alibi. Für die Tatzeit Frieda hat er eigentlich auch keins.
Und ich finde es auch komisch, dass Emma uns plötzlich einen neuen Verdächtigen liefert. Hey! Entschuldigen Sie, dass ich Sie so überfalle. Aber ich mag Emma Vinarius nicht stören in ihrer Trauer. Da dachte ich, Sie als Rektor können mir auch Auskunft geben. Es geht um meinen Sohn. Besonders aufgefallen ist er mir bisher nicht. Obwohl. Ist wohl eher einer von den Stillen, was? Naja, übermorgen beginnen die Sommerferien. Da regelt sich vieles von selber. Aber man macht sich Sorgen. Ich weiß. Habe auch zwei Kinder großgezogen. Als meine Kollegin hier war, wegen ihrer Frau. Ich war im Urlaub. Mein Beileid, nochmal. Wenn ich Sie fragen darf, wie geht's Ihnen jetzt? Eigentlich macht es keinen großen Unterschied. Ich habe sie mir schon lange weggedacht. Wie weggedacht? Ich kann es nicht anders sagen. Sie war so eine Frau, die hat wirklich niemanden geliebt. Nicht mal die Kinder. Wenn Ihre Ehe so unglücklich war, warum sind Sie nie gegangen? Weil Helena Hillerström Sie sowieso nicht mehr wollte? Sie hat ein Kind von Ihnen erwartet. Haben Sie sie zur Abtreibung gedrängt? Wenn sie mich gewollt hätte, ich wäre auf und davon mit ihr. Hat Ihre Familie davon gewusst? Nur meine Frau. Helena war die Liebe meines Lebens. So jemand trifft man nur einmal. Ja. Aber sie war ihre Schülerin. Ja, yeah. So sah sie damals aus. Darf ich mir das ausleihen? Er ist wiedergekommen. Wann haben Sie Helena Hillerström zum letzten Mal gesehen? Vor einer Woche, auf der Fähre von Nimeshamn. Und wo waren Sie in der Nacht von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch? Ich war hier, hab geschlafen. Kann das jemand bezeugen? Mein Sohn Erik. Er schläft bei der Stiege und ich im Schlafzimmer dahinter. Ich wäre nicht unbemerkt an ihm vorbeigekommen. Danke. Kann ich Ihren Wagen mal sehen? Könnten Sie den mal starten? Danke. Für dich. Danke. Nein, so schnell geht das nicht. Du hast mit ihr geschlafen. Und jetzt ist sie tot. Ich war's nicht. Oder traust du mir das etwa zu? Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Warum hast du das gemacht? Auch noch mit Helena, meiner besten Freundin.
Ist einfach passiert. Einfach passiert? Hast du keinen eigenen Willen? Bist du ferngesteuert? So ähnlich war das. Jetzt hängst du es ihr auch noch an? So eine Scheiße. Du bist ein elender Feigling. Auf die Fragen von mir hast du nie geantwortet. Ja, ich hatte Angst, dich zu verlieren. Dir hast du zu Recht. Wie soll's jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Du hast dich in den vom Fernsehen verliebt. Lass das jetzt. Du hattest eine Affäre und du hast mich die ganze Zeit hintergangen. Nicht ich. Morgen kommt mein Anwalt hierher. Willst du auch dabei sein? Ich brauche eine Auszeit. Ich fahre nach Peru und lüfte das Sommerhaus. Mir das damals passiert ist, da habe ich Limo drüber geschüttet. Ich habe so getan, als wäre mir das Glas aus der Hand gefallen. Cooler Trick. Halt mir die Beine zu. Trocknet schneller. Hast du denn? Ging das lange so? Ein paar Monate. Ich habe mich auch schrecklich geschämt. Dabei kann man doch gar nichts dafür. Sie lachen über mich. Die Kinder in der Schule? Weil ich nicht schwimmen kann. Weil ich Angst vorm Wasser habe. Warum hast du denn Angst vorm Wasser? Weiß nicht. Einfach so. Du gehst doch auch nicht schwimmen. Warum nicht? Spring bei drei, ja? Du zählst. Eins. Zwei. Drei. Weißt du was? Wir üben im Schwimmbad. Eine Frau und die hat wirklich niemanden geliebt. Nicht mal die Kinder.
73. Tut mir leid, aber es ist wirklich wichtig. Die sind da vor. Ja. Frieda, Emma, Helena, Erik Hauptmann. Ja, links an der Wand. Ja, ja, ja. Danke. Wärst du nach vorne? Ja, ich freue mich. Wo ist Ihr Sohn? Ist vor einer halben Stunde weggefahren. Ich weiß nicht, wohin der wollte. Wusste er von Ihrem Verhältnis mit Helena? Ich dachte eigentlich nicht, aber ich glaube, er hat in meinen Sachen gewühlt. Fährt er ein helles Auto? Einen weißen Saab. Wieso? Und der Auspuff scheppert. Bitte tun Sie ihm nichts. Sie ist auf dem Weg nach vorne. Wie fährt sie im Sommer aus? Wieso hat das so lange gedauert? Nein, ich brauche Emmas Handynummer. Ja. Gut.
Polizei! Ihr Auto ist vorübergehend beschlagen. Entschuldigung? Emma, Emma, gehen Sie nicht ins Haus. Der Mörder ist hinter Ihnen her. Ich gebe dir eine Chance. Ich gebe dir die Chance zu sagen, entschuldige bitte. Du Scheißidiot! Was glaubst du, was du hier tust? Mach die Fesseln los! Jetzt mach sofort die Fesseln los! Weiß dein Vater, dass du hier steckst? Hast du Helena getötet? Ja, ja! Schnauze, Schnauze, halt die Schnauze! Diese Schlampe hat meine Mutter auf dem Gewissen, hat unsere ganze Familie zerstört. Und du? Du bist doch immer mit dabei gewesen, weißt du das nicht mehr? Weißt du noch? Weißt du, was Helena, Frieda und du getan habt? Ihr wart Monster. Eure Mädchenklicke hat mich dauernd fertig gemacht, gedemütigt und bedroht. Bis ich mir sogar in die Hose gepisst hab. Und zwar vor allen Leuten. Und jetzt, meine Kleine,
wirst du dir in deine Hose pissen. Du hattest jetzt sogar die Chance, dich bei mir zu entschuldigen, aber du hast sie nicht genutzt. Schade. Hm? Ja. Es tut mir leid. Hä? Es tut mir leid. Es tut mir so sehr leid. Tu das nicht, bitte. Tu das nicht, bitte. Was nützt es, das zu tun? Verstehst du es nicht? Hat es dir geholfen, Helena zu töten? Halt die Schlampe da aus! Sie hat absolut nichts damit zu tun. Das ist sie hat sehr viel damit zu tun, du verdammter Idiot! Dir und mir! Erik, leg die Axt weg. Leg sie weg, Erik. Leg sie auf den Boden. Erik! Robert, bist du okay? Ich komme gleich. Bitte. Danke. Einen schönen Sommer. Niklas Anders? Bitte, einen schönen Sommer wünsche ich dir. Mats und Henrik, kommt ihr mal vor? Ihr bekommt eure Zeugnisse erst heute Abend bei mir zu Hause. Mit euren Eltern habe ich schon geredet. Ich möchte euch erst eine Geschichte erzählen. Eine Kriminalgeschichte. Sie handelt leider auch von mir. Gebt das bitte euren Eltern. Dann sehen wir uns bei mir heute Abend, weil eure Eltern auch zuhören sollten. Gebt doch was zu essen. Um 7 Uhr, okay?